Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 16. November 2019. Die Titelgeschichte, der Titelartikel lautet: OB-Wahl, CDU in der Region fehlen die Kandidaten. Probleme in Wuppertal, Krefeld, Düsseldorf und Remscheid. Politikwissenschaftler sieht die Christdemokraten dadurch im Nachteil. Düsseldorf. Knapp 10 Monate vor den nächsten Kommunalwahlen in NRW hat die CDU Probleme in den großen Städten im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufzustellen. In Wuppertal, Düsseldorf, Krefeld, Solingen und Remscheid stehen die CDU jeweils vor der Aufgabe, das Amt einem amtierenden SPD-Oberbürgermeister streitig zu machen. Allein in Solingen hat man mit Carsten Becker bereits einen Kandidaten gefunden, der SPD-Oberbürgermeister Tim Kurzbach herausfordern soll. In Düsseldorf ist noch unklar, wer gegen Oberbürgermeister Thomas Geisel antreten soll. In Krefeld wartet der amtierende OB Frank Meyer auf den Namen seines Herausforderers. Hier gibt es Spekulationen, dass die CDU das Unterfangen gemeinsam mit der FDP angeht und dafür möglicherweise den liberalen Bundestagsabgeordneten Otto Fricke ins Rennen schickt. Ein gemeinsamer Kandidat von CDU, Grünen und FDP steht auch in Wuppertal zur Debatte. In diesem Zusammenhang wurde bei der CDU bereits viel und kontrovers über eine mögliche Kandidatur von Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts, diskutiert. Doch weder hier noch in Remscheid ist eine Entscheidung gefallen. In der Bergischen Stadt soll die Entscheidung, wen die CDU gegen OB Burkhard Maast weiß, ins Rennen schickt, erst Ostern fallen. Das ist ein Remscheid. Gemeinsamer Kandidat, eine Zumutung für eigene Wähler. Das ist ein Zitat von Ulrich von Alemann, Düsseldorfer Politikwissenschaftler, hält es aus Sicht der CDU für problematisch, so lange mit der Aufstellung eines Spitzenkandidaten zu warten. Es gibt in Deutschland generell eine Scheu, zu früh in den Ring zu steigen. In anderen Ländern, wie etwa in Großbritannien, ich möchte an der Stelle anmerken, dass das hier eine Scheißzeitung ist, das heißt mittlerweile United Kingdom, Vereinigtes Königreich, Pfui, das ist das letzte Drecksblatt und ich beende damit die Aufzeichnung. Sowas darf nicht passieren. Das Solinger Tageblatt ist eine absolute Scheißzeitung. Tschüss.